Noch 13 Mal schlafen, dann heißt es wieder Kölle Alarv und die Domstadt dürfte dann in etwa so aussehen. Am 11.11. startet die neue Karnevalssession. Damit der Tag möglichst ruhig und friedlich abläuft, kommen Polizei und Ordnungsamt schon heute Vormittag mit Gastwirten und Kioskbetreibern ins Gespräch, zeigen ihnen, worauf sie achten müssen. Bei den Geschäftsleuten kommt das gut an. Ich finde es super, perfekt. Also ich finde es toll. Ganz ehrlich, es ist für die Sicherheit und das ist wichtig in Köln. Das ist gut. Ordnungsamt immer, wie wollen wir auch. Immer wenn jeden Tag Ordnungsamt kommt, ist gut für uns. Sicher ist sicher. Polizei und Ordnungsamt verteilen heute unter anderem solche Plakate. Außerdem führen die Beamten in diesem Jahr erstmals sogenannte Testkäufe durch. Auszubildende der Stadt Köln, die unter 18 sind, werden durch die Kioske ziehen und werden versuchen, Alkohol zu kaufen. Und wenn es ihnen tatsächlich gelingt, Alkohol zu kaufen, dann werden wir daraus ein Bußgeldverfahren machen. Und da drohen Bußgelder bis zu 500 Euro bei einem Verstoß. Zusätzlich sollen die Waffenverbotszonen in der Innenstadt ausgeweitet werden. So will die Polizei schon tagsüber vor allem gegen Messer vorgehen. Und es wird wieder Ausweichflächen auf den sogenannten Uniwiesen geben. Dort waren in den vergangenen Jahren vor allem junge Karnevalisten. Für die gilt, bei zu viel Alk geht's ab nach Hause. Es gibt insgesamt zwei Anlaufstellen für Jugendliche, die durch ordnungsbehördliche Maßnahmen aufgefallen sind, die dann zu uns gebracht werden und wir dann von dort aus sozusagen auch Eltern kontaktieren, die dann ihre Kinder oder ihre jungen Erwachsenen sozusagen dann an den Standpunkten abholen können. Beim Sessionsstart im vergangenen Jahr waren rund 150.000 Jecke in Köln. Damals an einem Sonntag, dieses Jahr werden etwas weniger Party-People erwartet. Damit alles weitestgehend reibungslos verläuft, hat die Stadt einen wichtigen Appell. Der Karneval ist fröhlich, er ist lustig, er ist gesellig, aber man sollte nicht sich so zuschütten, dass man einfach umkippt und das irgendwann schon früh am Mittag oder noch viel früher. Dann ist es nämlich auch leider mit dem fröhlichen Feiern zu Ende und das ist einfach zu schade. Stadt und Polizei stecken mitten in den Vorbereitungen, damit am 11.11. alles rund läuft und es bei friedlicher Stimmung wieder Kölle Alarv heißt. Und über das Thema spreche ich jetzt mit dem Kölner Polizeipräsidenten Johannes Hermanns. Herr Hermanns, schön, dass Sie bei uns sind. Schönen guten Abend. Latente Terrorgefahr, regelmäßige Messerattacken, die Gewalt auf NRW-Straßen nimmt zu in den vergangenen Jahren. Wie sicher können wir noch Karneval in Köln feiern? Naja, durch die Eskalation in Nahost ist die Terrorgefahr in Deutschland und damit auch in Köln natürlich gewachsen. Aber es gibt keine ganz konkreten Hinweise und wir müssen wachsam sein, das hat sich ja zuletzt auch gezeigt. Und deswegen sind wir am 11.11. und auch an den Karnevalstagen mit zusätzlichen Polizeibeamten im Einsatz. Jetzt am 11.11. werden 1.400 Beamte zusätzlich zu den Beamten, die wir sonst im Dienst haben, wachsam die Augen aufhalten und für den Schutz der Menschen sorgen. Messerangriffe waren in den vergangenen Jahren beim Kölner Karneval kein Thema, gefühlt zumindest. Warum ist es in diesem Jahr so? Ja, auch da ist es ja so, dass wir in der letzten Zeit durch radikalisierte Einzeltäter wiederkehrend Sachverhalte hatten, die auch sehr spektakulär in den Medien erörtert wurden. Wir haben hier in Köln drei Waffenverbotszonen und bei den Kontrollen stellen unsere Kollegen immer wieder fest, dass unfassbar viele Menschen Messer oder sonstige Waffen oder gefährliche Gegenstände mit sich herumtragen. Das ist gefährlich und deswegen können wir nur sagen, wer friedlich feiern will, der soll das gefälligst ohne Waffen tun, denn wir können nicht verstehen, was man damit auf einem Fest machen will. Ohne Waffen, ja auch im Idealfall auch ohne Alkohol. Wir haben es gerade im Beitrag gesehen, betrunkene Jugendliche sollen festgehalten und später an die Eltern übergeben werden. Was ist denn, wenn Ihre Beamten keine Erziehungsberechtigten erreichen? Naja, wir arbeiten da ganz eng und kooperieren da mit der Stadt Köln. Also die polizeiliche Aufgabe ist ja eher, wenn wir die Jugendlichen betrunken oder sonst in problematischen Situationen antreffen, dass wir die den Hilfsstellen des Jugendamtes zuführen. Da sind die zunächst mal in guter Obhut, da arbeiten Profis. Aber das bedeutet nicht, dass wir die Eltern aus der Verantwortung entlassen können. Da kann ich nur appellieren, dass Eltern, die ihre Kinder, wir haben da häufig mit Kindern zu tun, in die Stadt entlassen, auch erreichbar sind. Und wenn das nicht so ist, dann haben wir zunächst mal die Lösung, dass das Jugendamt sich darum kümmert, bis wir die Eltern erreicht haben. Und da werden wir ganz nachhaltig hinterher sein. Dann hoffen wir auf einen friedlichen Sessionsstart und Ihren Kolleginnen und Kollegen wünschen wir einen ruhigen Dienst dann am 11.11. Vielen Dank, Herr Hermanns, für das Gespräch. Vielen Dank.